Mementos Entrance, Path of was? Quimran Nut? Wow! Mann, dieser Ort fühlt sich total an wie ein Palast. Ja, ich schätze, es ist seltsam, auf den Schienen hier so lang zu fahren, wie in der wirklichen Welt. Nichtsdestotrotz, Nakonoharas somewhere in here, right? Also er ist hier irgendwo, nicht wahr? Scheint so. In einem Segment of his own creation, in einem Segment seiner eigenen Kreation. Keine Angst, es wird nicht die Größe eines Palastes haben. Unser nächster Schritt ist, den Eingang zu diesem Segment zu finden. And again. Und wie sieht dieser Eingang aus? Ich habe keine Ahnung. Aber starke Verzerrungen sollten ziemlich offensichtlich sein als visueller Hinweis. Also werden wir einfach umherwandern? Was für ein verdammter... Das nervt verdammt nochmal. Ja, hier sieht aber auch nichts aus, als ob wir irgendwas machen können. Search for targets. Und jetzt können wir einfach so rumfahren? Speichern können wir nicht? Oh, okay, jetzt war ich irgendwie nicht ganz vorbereitet. Oh ja, also, ja? Hm. Feuer und Wind. Okay. Und? Strong gegen physikalische Angriffe. Na dann machen wir mal das. Aber wir hätten... Na, es hätte aber nicht so viel gebracht, einfach an Dingens das überzugeben, an Anne. Mach mal All Out Attack, wir haben ja den Slime schon. Ich weiß auch gerade gar nicht, was wir eingesammelt haben mit dem Auto. Das war ein bisschen alles irritierend. Die Tatsache, dass wir hier rumfahren, ist irritierend genug. Okay, das war einfach nur ein Gegenstand. Das? Treasure chest spotted. Must be something good inside. Achso, ich wollte schon gerade sagen. Ah, ein robuster Anhänger. Pron, weiß ich gerade nicht genau. Equip. Mal gucken, was haben wir hier. Ne, Moment. Das ist Protector. Nein. Wahrscheinlich vielleicht für Frauen oder so. Oh ja. Handy in battle is in the catch. Eine Schürze ist das. Genau, es ist eine Schürze. Gibt zwar Magie plus 2 das, aber hier ist der Schutz wesentlich besser. Deswegen gebe ich dir das mal. Ich finde es echt lustig, dass wir hier so rumfahren können. Da ist sogar schon wieder ein Ausrufezeichen. Da fahren wir aber nicht direkt rein. So, wo fahren wir denn hier weiter rum? Ist verschlossen. Ist auch eine Sackgasse. Die nehmen wir dann aufs Korn. Ambush! Bam! Von hinten überfahren. Was haben wir hier? Jack-O-Lantern. Stufe 2, das ist ja echt simpel hier. Serves you right. All-Out-Attack. Brauchen wir nicht. Machen wir platt. Obwohl, wir hätten... Ich glaube, wir kriegen von denen gar nicht so viele Fähigkeitspunkte.
Ja, nur 8, das bringt gar nichts. Also bei solchen Gegnern lieber entweder Geld nachfragen von ihnen oder weiß ich nicht. Irgendwas anderes. Da geht's weiter runter. Aber das machen wir noch nicht. Wir fahren nochmal zurück, weil wir haben da was übersehen. Können wir... Dashen wollte ich. Nein, dashen. Dashen geht hier. Okay, okay. Ja, so richtig schnell kommt mir das Ding jetzt aber auch nicht vor. Dadurch. Ach, wir hätten gleich hier hinfahren sollen. Na gut. Hab ich nicht gewusst. Attack! Attack on Titan! Also ich versuch's trotzdem mal, das dann an Ant zu übergeben. Ich glaube, die hat ja diesen, allgemein Feuerzauber für alle. Plus 10, das heißt... Naja, eigentlich würden wir jetzt... Wir verbrauchen das eigentlich, aber dafür sind sie wenigstens alle tot. Ich wollte es mal ausprobieren. So. Wie geil. Schön, 30 Erfahrungspunkte kriegen wir. Das ist wieder ein bisschen ordentlicher. Okay. Hier ist nichts mehr. Okay, das war's. Das heißt, wir haben hier quasi jetzt diese eine Verzerrung. Wir könnten jetzt noch weiter runterfahren. Ich weiß nicht, was das jetzt genau hier ist. Aber wir werden da mal hinfahren und rausfinden, was das ist. Scheint ja irgendwie richtig zu sein, oder? Alter, was ist das zur Hölle? Das ist total so wellig und so ein Scheiß. Hm, das muss der Ort sein. Es scheint, dass der Ort direkt voraus ist. Also bist du bereit, Joker? Ja. Auf geht's, würde ich sagen. Das ist aber relativ, wirklich relativ klein, das Ganze hier. Hm? Hey, irgendwas ist dort. Hm, das muss dieser Nakanoharas Schatten sein. Das muss Nakanoharas Schatten sein. Hm, lass mal schauen. Irgend so ein Schreibtischtyp von der vom Rathaus wird zu einem Stalker, richtig? Ich weiß nicht, wie böse er wirklich ist oder was er getan hat. Aber wir müssen etwas tun, wenn er wirklich andere Leute stört oder behindert. In Ordnung. Wir gehen und sprechen mit ihm. She's mine. Okay, ne, wir können hier nicht speichern. Uns umschauen, aber hier ist nichts. Wir werden mit ihm sprechen müssen. Gumble, gumble, grumble. Was auch immer er da sagt. Who are you? Are you that stalker? Haven't you ever stopped to consider how your ex feels? She's my property. I can do whatever I want. Eben nicht. It's not like she didn't treat me like a plaything. What's wrong with me doing the same? You can't treat someone like shit just because they did it to you. What a load of crap. Das stimmt. We're gonna change the hearts of all the bastards like you. There are millions of people far worse than me. Das stimmt, wahrscheinlich. What about Madarame? He stole everything from me, but you're letting him off the hook? Madarame. Madarame? What the hell's this guy going on about? Get ready. Hey, er tanzt! Oh, ich hoffe, wir gehen nicht drauf, weil wir müssen wirklich alles in vorne machen. Jetzt, wo ich das habe, was mir zugehört, gebe ich es nicht so einfach wieder her. Schaut, der Winner take all world, also der Gewinner nimmt die ganze Welt. Los, kämpft gegen mich und ich werde euch zeigen, was ich meine. I don't see a weakness. Na toll, der tanzt hier lustig herum mit seinem Pferdeschwanzschweif. Dann versuchen wir mal Garu. Karakuya attacks up. Ich glaube, wir konnten mit irgendeiner Persona konnten wir auch seine wieder runter tun. Nein, mit dem nicht auf jeden Fall. Ich muss gerade wieder Increased Attack. Nein, nicht mit dem. Hier können wir wenigstens brainrushen, aber ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich bei den ganzen Dingern gar nicht.
Increase Defense. Increase Defense for one foe. For one ally. Ne, wir haben hier nichts außer... Der kann sie machen. Ach, wir nehmen einfach mal. Wir versuchen es. Machen wir einen Psi-Angriff. Bringt auch nichts. Ich leider auch nicht. Aber wir können das hier machen. Attack down. Increase attack for one. Machen wir noch nicht, wir machen aber... Oh, wir können mit ihm reden. Lend me your power. Get in me. There ain't no point in trees. Also wir können den. Words aren't getting through. Ja, wir kriegen nichts aus dem heraus. Okay, dann heißt es. Entschuldigung. Fallout Attack. Dann müssen wir ihn halt versuchen, so gut fertig zu machen, wie wir können. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, okay. Ist wahrscheinlich so. Einfach bei den größeren Gegnern. Machen wir einen Lucky Punch. Go! Geilo, Scheibo. Nochmal All Out Attack. Ach stimmt, wir haben ja auch Mittel umgestellt, nicht die Festplatte. Deswegen ist es gerade auch ein bisschen easier. Der macht sich wieder stärker, aber das bringt im Endeffekt auch nicht viel. It's weak to electricity. Ich glaube, ja. Ich habe niemanden, der das kann. Oder? Nee, haben wir nicht. Keinen. Guck mal kurz, wer als nächstes Level kriegt. So, was machen wir? Counter Defense. Machen wir. Ruffles mit Eis. Ja. So, erledigt. War easy. 505 für den? Der kann ja nix. Sakimitoma. Siehste. Alright. Sakimitoma. Can you move? Awesome. Resist Dizzy. Ach, und mehr kriegt er nicht. Das ist interessant. Das heißt, theoretisch müsste man hier richtig grinden, die Personas, damit sie richtig viel Erfahrungspunkte kriegen, aber egal. Ich lag falsch. Bitte vergib mir. Dieser böse Lehrer hat mich benutzt. Dann hat er mich weggeschmissen auf die Straße. Das ist der Grund, warum ich so eine Fixierung auf ihr hatte. Böser Lehrer? Ja, genau. Gibt es immer noch den anderen in Schuld? Stimmt schon. Man sollte nicht anderen die Schuld geben. Man ist auch selber ein bisschen dafür verantwortlich. Hey, ich glaube nicht, dass wir ihn weiter beschuldigen müssen oder ihn schelten, genau. Er hat schon zugegeben, dass er was falsch gemacht hat. Also, dieser böse Lehrer, ist das Madarame, den du vorher erwähnt hast? Ja. Ich wollte einfach nicht, dass er irgendjemanden wie mich schon wieder wegschmeißt. So ein selbstsüchtiger Bastard hat dich zum Leiden gebracht. Hat dich auch zum Leiden gebracht. Dennoch, du solltest niemanden anderen, solltest nicht diese andere Frau, die nichts damit zu tun hat, mit hinein in dieses Schlamassel ziehen. Ja, ich weiß das. Ich werde dem ein Ende setzen. Mit meiner Liebe zu ihr. Hey. Ihr könnt die Herzen der anderen Menschen ändern, richtig? In diesem Fall könnt ihr nicht Madaramis Hart ändern, bevor noch mehr Leute ihm zum Opfer fallen? Wer ist das? Change? Madaramas Hart wechseln? Herz wechseln? Hm? Was ist das für ein scheinendes Ding?
Es ist das Boot von einem Schatz. Er hat es hier gelassen. Es hätte genauso in einem Palast erblühen können. In einem Palast erblühen können. Ah, okay, verstehe. Joker, das ist ein perfektes, eine perfekte Belohnung. Nehmen wir es mal. So. Attachment Pearl, okay. Aware of Clingy Ex-Boyfriend. Request completed. Ah, cool. So, Nakamonohara hatte also eine Sinneswandlung, richtig? Hm, scheint so. Oh. Aber, wir sollten... Wie sollen wir herausfinden, ob es wirklich funktioniert hat? Hm, die Lady, die das gepostet hat, hat den Namen von diesem Typen online erwähnt. Wenn er sich wirklich geändert hat, wird sie wahrscheinlich nicht nochmal irgendwas in der Art posten. Hm, das stimmt wahrscheinlich. Hm. Wie dem auch sei, so oder so, das Training gegen Shadows hier unten ist das Beste. Das ist eine gute Vorbereitung für unser nächstes Ziel. Es ist auch nett, es ist auch schön, dass wir anderen Leuten Mut geben können, die ihre Probleme online posten. Das stimmt. Und obendrauf können wir die Schätze verkaufen, die wir hier verdienen, für gutes Geld. Dude! Ja, Mann, das hört sich echt großartig an für uns. In Ordnung, wir haben es geschafft. Hey! Moment mal. Ich möchte euch noch jemanden zeigen, bevor wir gehen. Ist da noch mehr? Na, macht dir keine Sorgen. Es wird nicht lange dauern. Ja, können wir dich irgendwann mal speichern? Kommt mir schon Ewigkeiten vor. Well then. Warum verlassen wir nicht zuerst mal diesen Raum? Weil wir es nicht können. Oh Gott. Können wir eigentlich wieder ins Auto einsteigen? Oder geht das nicht? Kim Run to. Lief. Hier gab's ja nichts. Ich habe nichts gesehen, zumindest. Yes, we gotta do it. Also, was willst du noch, dass wir tun? Da ist etwas, das ich zeigen euch möchte. Es ist noch ein bisschen weiter unten. Ja. Die Plattform, die wir vorher gesehen haben, sollte da nach unten führen. Moment mal. Du warst doch schon mal hier, vorher hier, nicht wahr? Hast du nicht irgendwie eine Karte oder irgendwie sowas? Das würde in diesem Ort keine Bedeutung haben. Das Layout ändert sich jedes Mal, wenn du es betrittst. Moment. Was? Also ändert sich der Weg auch jedes Mal? Dieser Ort ist voll mit irgendwelchen Bewusstsein von unzähligen Leuten, von Menschen. Es ändert sich ständig. Also sogar unser even so our destination, also auch sogar unser Ziel sollte ziemlich in der Nähe sein. Ich zähle auf dich, Joker. Aber auch unser Ziel sollte ziemlich in der Nähe sein. Also nicht jedes Mal, wenn wir es betreten, ändert es sich, sondern es ändert sich nur, wenn also wenn wir es von neuem betreten. Also die Shadows sind hier aber auch wahrscheinlich dann auch nicht in Alarmbereitschaft. Das heißt, wir könnten hier alles finden und auch gar nicht. 30 kriegen wir, 30 ist okay. Okay. Good work. Keep it up. Na, dreh dich mal um. Dreh dich um. Mach dir einen Schritt nach dem Schritt, nach dem Schritt. Immer weiter auf uns zu. Wieder diese Schleimdinger. Ansonsten kann ich mal gucken, ob wir vielleicht resist. Okay. Dann machen wir das einfach so. Dann sind die nämlich auch weg. Oh, die leben noch. Mach ich mal Talk und ich will ein Item haben. Und da wir schon eins haben, kriegen wir das auch sofort. Hm, Morsel. Nächstes Mal. Ich glaube, es ist einfach doch besser, einfach nach Geld zu verlangen. Wenn man nach Geld verlangt. Wenn man nach Geld verlangt, dann kann man sich eigentlich solche Goodies kaufen einfach. Und die Items sind jetzt nicht so supi. Dass man die. Au! Moment! Ah, verfahren! Verdammt, ich habe mich verfahren. So, ah, hier runter.
Bam! So, Mandrakes. Die sind schwach gegen Feuer, aber es bringt gar nichts, Feuer hier zu benutzen, weil die sind dann eh kaputt. Hätte sich jetzt nur noch ergeben können, das wäre die einzige Möglichkeit. Oder es wäre gegen Schusswaffen vielleicht immun, dann nicht immun, anfällig, weil dann hätten wir das vielleicht auch noch erschießen können. Dann hätte ich es sogar mitgenommen, aber so. Warte mal eine Sekunde. Hört ihr Leute das? Ja, hier fahren überall U-Bahn. Oh, die hält hier an. Hey! Was? Die Züge fahren hier? Natürlich tun sie das. Wir sind in einem U-Bahn, weißt du? Ja, aber ich habe gedacht, es wäre wie ein Palast. Hm, dann vielleicht ist das so, wie die Leute diesen Palast sehen. Ich weiß es nicht. No. Hm. People, die Leute machen also diese Dunkelheit durch. Jeden Tag? Vergisst es. Vergesst es. Ach so, glaubst du wirklich, dass wir sicher sind, wenn wir an diesen Schienen herumlaufen? Das sollte es. Solange wir nicht auf denselben sind wie die U-Bahn. Ich glaube, ich bin kein Zugexperte. Du musst mich doch mal verarschen. Wie dem auch sei, wir sollten weiter runtergehen. Es sollte right after we go down that escalator, nachdem wir die Rolltreppe runtergehen. Down. This way. In Ordnung. Das ist es. Das, was ich hier überprüfen würde, müsste genau hier sein. Oder so gut wie hier sein. Können wir denn hier überhaupt irgendwo anders hin? Nee, scheint nicht so. Ne? Was ist das jetzt? Was ist das für ein Ort? Es ist irgendwie unheimlich. Und eine Sackgasse. Warum existiert das hier überhaupt? Warte mal. Pass auf. Das ist wahrscheinlich nicht eine gewöhnliche Wand. Wenn meine Vermutung richtig ist... Er starrt sie einfach an und sie öffnet sich! Level 2. Es hat sich geöffnet. Eine neue Area wurde bestätigt. In die Tiefe. Update der Führungsinformation. Anleitungsinformation. Nice. Seht ihr? Es ist so, wie ich gedacht habe. Was meinst du? Diese Wand... Achso, diese Wand hat sich nicht geöffnet, als ich das erste Mal hier war. But it would be weird for the deepest part of Mementos to be some normal place like this, wouldn't it? I see. Also, hast du dir gedacht, da müsste es noch mehr geben? Ja. Jetzt, wo Kamoshidas Palast weg ist und die Leute tatsächlich anfangen, darüber zu sprechen. Ich wusste, dass es etwas damit zu tun hat. Also, und dass es sich dann hier auch was ändert. Wie tief geht es denn? Sollen wir noch versuchen, weiter runter zu gehen? Sollten wir besser nicht. Das ist nicht, warum wir heute hier sind. Verstanden? Wir haben unser erstes Ziel eh schon erreicht. Wir sollten zurückgehen. Ich werde noch mehr erklären, sobald wir wieder zu Hause sind. Ich möchte gerne speichern. Aber wir gehen jetzt schon wieder. Schade eigentlich. Aber das ist halt jetzt, können wir uns immer trainieren quasi. Auch wenn nicht viel, aber immerhin. Ein bisschen können wir trainieren. Ich finde das auch gut. Mementos, huh? Still don't really get that place.
Oh, and what was that wall thing we saw at the end? I'm not entirely sure, but it blocked us from going in past a certain depth. If Mementos is the public's palace, though, it might be affected by the general public's belief in us. Das kann gut sein. Why do you know so much about it, Morgana? My memories are a little foggy in that regard. However, I need to know what lies in the depths of Mementos. Oh, no matter what. No matter what? Ja. Vielleicht. Mementos is not just everyone's palace. It's the source of all. Das heißt, wenn wir ganz nach unten kommen, können wir einfach die Quelle der ganzen Paläste zerstören und alles ist gut. It used to be that palaces like Kamoshida's with one ruler simply didn't exist. So if we can do something about the greatest cause of distortions, I'm certain my appearance will. You wanted someone to save you too. I just needed pawns. I see. So that's why you came poking your nose around with us. I'll help you. I hope you can regain what you've lost. I'll be relying on you guys. By the way, Morgana, are you a boy or might you be a girl? Definitiv ein Junge. Could it be AK? Definitiv ein Junge, muss ein Mädchen sein. Kann es ein Auto sein? Ich würde sagen, definitiv ein Junge, auch wenn der Name ein bisschen an ist wie ein Mädchen, aber er schwärmt so total für Anne, was natürlich nicht heißt, dass das Mädchen nicht auch für Mädchen schwärmen können. Aber ich sag mal ein Junge. Yeah, I agree. I wanted to make sure though, just in case. He could turn out to be pretty ancient. What if he smells like an old person? Stop that. In any case, of course I'm male. I mean, I... What is it? Könnt nachgucken bei einer Katze. No, it's nothing. We're done talking about that. Anyway, we now know that we can perform minor changes of heart in Mementos. Bin natürlich aber ein bisschen unanständig wahrscheinlich, weil sie auch sprechen kann. If we come across any eye-catching leads, it may be worth dealing with them for a bit of combat practice. Das stimmt. There weren't any other outstanding ones, though. I bet we'll get tons of them if we can change someone famous and make the Phantom Thieves well known. The big fish are our main targets, after all. First, you need to find a way to get through your exams. I gotta study. We all gotta study. Ah. You can now go to the Mementos. This is where you will change the hearts of pretty criminals, petty criminals, who do not have their own palaces. For now, be patient until the next target appears. Das ist auch einer aus dem Trailer, glaube ich. Das ist dieser Kunsttyp. Zeichner. Na, wie heißt das denn? Kalligraphie. Oh, jetzt kriegen wir noch diese Nachricht. Mann, dieser Nakanohara-Typ war ziemlich leicht. We can take down some kind of big target next. We were totally gonna get famous. Also wenn wir jetzt noch jemanden Großartigen erledigen können, werden wir sowas von berühmt. Hey, wir versuchen den Leuten zu helfen, nicht berühmt zu werden, das stimmt. Aber wenn Leute nicht wissen, wer wir sind, are we gonna give them any courage? Wie können wir ihnen dann irgendeinen Mut geben? Bist du dir sicher, Ryuji? Und er hat recht. Liege ich aber falsch? Ich glaube nicht, dass du ganz falsch liegst. Aber wir sollten das wirklich tun, um dieselben Gründe wie bei Kamoshida. Also wir sollten das nicht deswegen genauso tun wie bei Kamoshida, weil wir nicht die genau dieselben Gründe haben. Meinst du, wir sollten unsere Nasen nicht in andere Leute Angelegenheiten reinstecken? Wir sollten nicht? Ja, schon. Ich weiß nicht, Mann. Wenn irgendjemand in Schwierigkeiten ist, ist es ganz normal, dass man helfen will. Ich meine,
Ich stimme dem zu. Und ich schätze, ich bin froh, dass wir in der Lage sind, in der Lage waren, diesen Stalker-Fall abzuschließen. Außerdem ist es gut für unsere Personas. Ist es nicht gut für unsere Personas, wenn sie sie fürs Gute benutzen? Meinst du nicht auch, Mugen? Ich möchte Leuten helfen. Dasselbe zählt auch für mich. Zählt für mich. Ah, wir haben nicht genug Zeit, um sowas zu reden. Dieser Madarame-Typ stört mich gerade. Ja, aber wir sollten nicht davon getragen werden. Hast du verstanden? Und du solltest nichts tun. Und du solltest das nichts tun, dass du jetzt total in deinem Examen versagst. Oh, verdammt! Wo wir gerade davon sprechen. Ich habe überhaupt noch nicht gelernt. What's up? War es Ryuji? Hat er irgendwas erwähnt wegen den Mementos? Wenn du irgendwas wissen willst, ich kann es dir sagen. Ja, das machen wir, aber erst beim nächsten Mal. Jetzt speichere ich und es wird dringend Zeit, diese Folge zu beenden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war amüsant. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich nochmal amüsanter. Und wir sehen uns. Bye bye und cheerio. Hier euer J-Mo mit diesen letzten Vokalen dieses Liedes. Oder so. Bye bye.